Meine arme Katze. Naja, damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Challenge. Ja. Wir haben unsere gute Katze beim letzten Mal verloren. Das tut mir echt leid. Oh, hier wollte ich noch gar nicht hin. Gab's hier noch was? Hier gibt's die Angel, glaube ich. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Klar, ich angel immer gerne. Yeah! Wir haben jetzt dafür wieder Mashok eingetauscht. Oder reingenommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier bekommen würden. Zeig mal her! Und wir haben in der letzten Folge... Oh, nicht mal ein alter Stiefel. Das haben wir... Ein Ansatz, den der junge Mann hier verfolgt. Ich hoffe mal, wir kriegen einen guten Ersatz für Snobilikat noch irgendwo her. Let's angel doch nur mal was, mein Freund. Ja, schade. War fast Level 30. Kann man bestimmt gut gebrauchen. Okay, einen Versuch machen wir noch. Ansonsten gehen wir sofort in die Safari-Zone, mein Freund. So, ich weiß noch nicht, was heute genau ansteht. Wir machen auf jeden Fall die Safari-Zone. Und machen uns dann auf den Weg nach Safronia City. Mal gucken, was wir da schaffen. Ja, ich bin kein Fan von Sandama. Och, Level. Ja, komm. Lohnt sich das Kämpfen nicht. Tschüss. Gut. Dann auch in die Safari-Zone, würde ich sagen. Da können wir natürlich auch wieder ein Pokémon mitnehmen. Ist natürlich unglaublich random, was da rauskommen wird. Wir können ja mal... Ach nee, komm. Wir gehen einfach direkt in die Safari-Zone. Und ich hoffe, eins von diesen Pokémon kann Surfer. Ich weiß nicht, ob Dragoran das kann. Wahrscheinlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ansonsten müssen wir noch eine Runde fangen gehen irgendwie. So, weiter schneiden. Razor! Und Razor müssen wir auch auf jeden Fall trainieren. Kann man nur gut gebrauchen. So. Willkommen in der Safari-Zone! Für nur 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Nicht in meiner Challenge. Wer mit den Bällen? Einen habe ich. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen ist. Was ist das denn? Die beobachten mich. Die gucken ja auch, wie viele Schritte ich noch habe, ne? Da, 500 von 500. Die gucken, wie viele Schritte ich habe. Das heißt, sie beobachten mich durchgehend und dann schreien sie mich über Lautsprecher an. Das ist gemein. So, wir nehmen die paar Bälle mit, die hier so rumliegen. Wir müssen für den Wärter was mitnehmen. Ein Porenta, das will ich überhaupt nicht haben. Doch, will ich. Komm schon. Du bist das einzige Pokémon, was jetzt hier mit rein soll. Porenta? Nein! Jetzt darf ich nur noch rumlaufen. Liegt denn nicht im Wald? Da liegt ein Ball. Ein Äther. Boah. Kann man mitnehmen, braucht man jetzt nicht unbedingt. Wenn der Beutel voll ist, ist das das Erste, was fliegt. So, und hier an der Seite ist irgendwo eine TM. Glaube ich. Ich glaube, dich hätte ich sehr viel lieber mitgenommen, weil du schwimmen kannst. Och, nö. Jetzt wird mir alles zugeballert. Ja, du kannst auch schwimmen. Vielen Dank für die Erinnerung. Verschwinde. Ihr seid alle nicht wie meine Katze. TM 13 ist Eisstrahl, ne? War das doch. Sauber. Kann das noch wer? Oh, nein. Okay, und zack. So. Nugget, wir werden immer reicher. In neueren Spielen gibt es auch das Riesen-Nugget. Unglaublich. Noch eins. X-Spezial. Ein Feld-Encounter. Noch ein Yugong. Ja, ihr könnt alle schwimmen. Beruhigt euch. Das ist alles nichts, was mir jetzt neu ist. Und die Musik loopt immer weiter. Du kannst nicht schwimmen. Du bist mir jetzt sympathisch. Ein Paraschreck. Ich mag Schreck. Ich bin ein großer Fan von Schreck. Ich habe es jetzt auch dreimal neu ausgesprochen. So, die Goldzähne. Die sind neben dem Haus, also muss ich erstmal jetzt hier so lang. Hier konnte man Tauros fangen, glaube ich. Ab hier. Igitt, was ist das denn? Ist das ekelhaft? Ihhh, und es sabbert. Oh Mann, das ist nicht für mich. Ich vermisse meine Katze. Mein armes Snobilikat. So, einmal aufwärts bitte. Oh. Ist das widerlich. Verschwinde. Na, mehr als fürchten kann ich ja jetzt eh nicht. TM 30.
was ist das? So, ich habe noch mehr als die Hälfte der Schürze übrig. Das heißt, alles sollte ich bekommen. Die TM gibt's doch nicht wirklich, oder? TM 30 Teleport? Was? Will doch keiner haben. Da, das ist alles. Egal was, das ist tausendmal besser. Ein Hyperheiler. Den kann man immer gebrauchen. Safari-Zone ist ein Ort, an dem ich früher auf jeden Fall sehr viel Zeit verbracht habe. Ich habe früher nie wirklich verschiedene Pokémon gefangen, aber Chanera wollte ich immer haben. Einfach nur, weil es selten ist. Das war mein einziger Grund. Hey, was liegt denn hier? Hey, guck mal da, Goldzähne. Ekelhaft. So, hier liegt nochmal was. TM8, das ist nicht Hornbohrer. Body Slam, boah, kann man auch verkaufen. Nicht so wie Teleport, was man sofort wegwerfen muss. Hallo, Meister. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Jo, versteckt. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, Formkreiser. Raguan, bitte. Ja! Bestes Dragoran EU West! Ah, ja. Es konnte Platscher. Und ich habe ihm das nicht verlernt. Ich bin ja ein Trottel. So, komme ich hier jetzt irgendwie einfach raus? Achso, ich kann ja hier rüberschwimmen. Einmal. Dragoran! Zu meinen Füßen! Dankeschön! Oh, ein Item. Bin doof, Flor. Bin doof. Aha, das war lustig, weil es dasselbe Wort fast ist. Ein Wasserstein. Okay, von diesen Items habe ich genug. Es reicht. Oh. Oh, soll ich einfach meine Schritte leer machen? Ich mache meine Schritte leer. 100 Schritte sind ja wohl nicht so viel. Schneller. Wie, wir sind noch nicht bei 20. Oh mein Gott, wir sind gerade mal bei der Hälfte. Ah. Das sind doch immer mindestens 10 Felder hier. Wie kann das so lange dauern? Oh, danke. Die Zeit ist um. Raus mit dir. Deine Safari-Tour ist vorbei. War die Jagd erfolgreich? Boah, halbwegs. So. Wir fliegen einfach mal gerade schnell runter. Geht einfach besser. Wusch. So. Ah, ne, wir müssen ja gar nicht heilen. Zack, aber wir müssen dem Kollegen seine Zähne wiederbringen. Der arme, arme Typ, der seine Zähne verloren hat. Max gibt dem Wärter die Goldzähne. Dankeschön. Der Wärter setzt das Gewiss ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Und das hier für deine Mühen. Und noch eine VN. Geht voran hier. Kann man gleich wieder alles ablegen, ey. So, das bringen wir auch hinbei. Wen haben wir, der das kann? Boah, hier. Oder Muskelpreuz. Ja, bitte. Und zwar der Silberweg. Ich glaube, wenn ich am Ende vor der Pokémon-Liga immer noch so leveltechnisch dastehe, muss ich irgendwie mal trainieren gehen. Ba-bam. Ba-bam. Das war falsch, obwohl es da stand. Stärke, danke. Boah, schrei nicht so. Zack. So. Ich werd wahnsinnig hier. Oh, hier, weg damit. Ah, so eine Scheiße. Nein! Ich will Schutz. Ich weiß nicht vor was, aber ich will Schutz. Hier, zack. Danke. So. Und wir verschwinden von diesem Ort. Einmal Summer, bitte. Auf nach Prismania City. So, wir legen einmal wieder TMs und VMs ab. Und alles, was wir sonst noch nicht brauchen. Weil wer weiß, wie viele... Nein, ich möchte nichts mitnehmen. So, wo sind die VM... Was ist das? VM2 war das, ne? Das Fliegen. So. Ich möchte keine... Hört auf damit. Ich fühle mich sehr verwirrt. Da, hier. Alle weg. Zum Glück haben sie das nicht ewig beibehalten, dass der Beutel voll wird. Das ist ja unmenschlich. Vor allem bei wie viel Items? Gefühlt 20? Danke. So, und jetzt geht's nach Saffronia City, der Psycho-Stadt. Das ist eine Weltmetropole. Obwohl, ich glaube eher, dass Prismania City eine richtige Metropole ist. Und Saffronia City ist einfach nur eine Großstadt.
Hat Kanto eine Hauptstadt? Ich bin dem Verdursten nah. Was? Das Getränk ist für mich? Klar, der Klaus. Und Grüns hat er auch noch. Ausnahmsweise darfst du. Das ist ja. Ich werde den anderen Wachen was abgeben. Das ist so ulkig. Das gibt's nicht. So, einmal Focus Center betreten, damit wir den Rückzugsort haben. So, und hier ist irgendwo ein Haus. Da kriegen wir theoretisch TM Psychokinese. Ich weiß aber nicht, ob wir die auch so kriegen. Warte, sag kein Wort. Du so siehst, oder? Oh doch, das 29 hört sich nach Psychokinese an. Jeder weiß, 29 ist, der 29. Buchstabe des Alphabets ist Psycho. Psychokinese. Und kann... Ey, eine Psycho-Attacke kann man immer gebrauchen. Auf jeden Fall. So viele Gift-Pokémon. Kannst aber auch Erdbeben. So, Geowurf brauche ich auch nicht mehr. Bin ja jetzt schon groß. So. Und dann machen wir uns jetzt nämlich auf zur Kampfarena. Denn da gibt es nochmal ein gratis Pokémon für uns abzustauben. Ah, schneller. Ich fahre hier rum und die Stadt ist anscheinend von Rocket belagert. Hier ist eine Arena, die wir noch nicht können. Aber wir können hier rein. So, euch mache ich rund. Einen nach dem anderen. Mache ich alle? Ach na komm. Was haben wir zu verlieren? Heia! Unbefugt ist der Zusatz von Kampf-Dojo verboten! Oh, zum Glück habe ich mich noch gerettet bei dem Satz. Drei Stück. Warum? Och, Level 31 auch noch. Du Sammermann. Ach, du kannst mir nicht. Ich kann Erdbeben, mein Freund. Wird jetzt auch nach oben gehauen hier. Sei froh, dass ich nur drei verschiedene Attacken kann. Vom Typ her. Und Hypnose nicht mehr so oft eingesetzt wird. Weg. Tschüss. Level 38. Du bist der Überflieger im Team. Kabutops, das macht Razor. Weil ich glaube, was soll Kabutops können, was mich sofort vernichten könnte? Es kann keine Guillotine oder so, oder? Ohohoho, nein, der Kratzer, der kam. Och, wirklich? Ich verstehe nicht, was der Sinn von Kabutops ist, wenn es immer sowas macht. Na los. Gemeiner Schaden. Ja, Level Up. Und Raupi. Ich habe keine Feuerattacken, aber ich habe ein Eis-Pokémon. Eine Eisattacke. Ich bin Raupi. Ich habe auch ein Level 25 Raupi. Das heißt bei mir enttäuscht. Ja, hast schon richtig verstanden. Die Vorstellung gibt X-Angriff an Raupi. Raupi, du boxst das richtig weg. Steht so ein 2 Meter Dragoran daneben? Ist locker keine 2 Meter groß. Locker 1,60 oder so. Soll ich nochmal locker sagen? Uff, ich gebe auf. Haha, nächster. Du sollst sehr gut sein. Beweis es mir. Alter, mein Ruf eilt mir voraus. Schwarzgurt möchte kämpfen. Mit einem Dickler. Ja, Summer. Wasserattacken, ganz einfach. Ich muss mich ja nicht... Oh, Erdbeben ist natürlich... Wäre natürlich doof. Ich glaube, Erdbeben ist auch nicht gerade der beste Freund von, Georock. Wenn ich ehrlich bin. Ah, naja. Na los, zieh runter. Ja, Mann! Weil ich absolut unbesiegbar bin. Ninja Cat fehlt mir so. Flakemon. So, jetzt kann ich nicht mal einen Donner dagegen auspacken. Liegt da rum. Ich bin eine Teppichmatte. Oh, der Sound. Ja, Donnerblitz. Habe ich schon mal gesagt, das klingt so schön brutal. Noch ein Schwarzgurt besiegt. Verdammt. Schiedsrichter, ein Punkt. Was? Ich kenne mich mit eurem Karate, Xingshang, Zeug nicht aus. Keine Herausforderung ist mir zu groß. Ich zertrümmere Steine in bloßen Händen. Alter, pass bloß vor dem auf. Tentara. Tentara hilft mir immer beim Steine zerklöppen. Donnerblitz!
Jetzt geht's voran mit Elektrik. Oh nein, es lebt immer noch. Es ist aber paralysiert. Nee, 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 nee. Ich will nicht vergiftet sein. Nein, ich hasse dieses Spiel. Angriff. Da, 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 da. Volltreffer. Ich hab's besiegt. Ich bin richtig gut. Also ich hab eine Prellung. Prellungen sind richtig... Ich finde Prellungen an sich richtig lustig. Die tun zwar weh, aber ich finde die lustig. Weil da wird die Hand so riesig, wenn du die Hand jetzt geprellt hast. Und das bläht sich auf, als würde da jemand Luft reinpumpen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber das ist so. Das schwillt halt wahrscheinlich einfach nur an. Oh, ein Kabuto. Das heißt Donnerblitzzeit. Es ist Donnerblitzzeit. Von der Telefonmann. Geh ans Telefon ran. Das Telefon klingelt, doch ich bin im Keller, vielleicht noch verwählt, doch ich bin schneller, ich bin der Telefonmann. Alter, das hat mich gerade sehr weit zurückgeholt. Oh. Schafft Elektek ein Tauboga? Ich befürchte ja nicht. Nicht auf Level 31. Doch wahrscheinlich hätte es das geschafft, aber wir wollen es ja, wir müssen es ja nicht herausfordern. Du bist schneller als mein Gyorok. Finde ich nicht okay. Luftstrahl. Ah, fast. Oh, was uns wohl da hinten erwartet? Das könnte alles sein. Es könnte ein Kikli oder Nocturne sein. Das wäre toll. Ah, Kikli oder Nocturne. Erdbeben. Oh, guck mal, ich habe ein Po als Hintern. Ah, guck mal, ich habe ein Po als Stirn. Ich habe ein Po als Hintern. Ah. Weil ich nicht vorankomme im Kopf. Die Attacke ist sehr effektiv. Kein Level Up? Unglaublich. So. Willkommen. Ich bin der Karate-Meister. Ich leite diese Arena. Fordert mich heraus? Na, ich kenne keine Gnade. Los geht's! Der will es wissen. Der sieht genauso aus wie die anderen. Schwarzgurt. Auch ein Elektrik. Und das Elektrik ist mir eindeutig zu hoch. Summer! Tja, Leute, die jetzt erst wieder einschalten, denken, es ist Quapuzzi oder Tauboga. Aber nein, es ist ein Gyorok. Passt zur wetterlichen Stimmung. Summer. So, hier, Elektrik, das war's mit... Aber es ist schon ein hohes Level, ne? Haben ganz schön angezogen nach der dritten Arena. Oder ab in der vierten Arena. Nee, in der fünften Arena auf einmal Level 40. Oha, Tauros. Kann Tauros was, was mein Gyorok nicht verarbeiten kann? Es kann Stampfer. Alles klar, dann muss ich ja keine Sorgen haben. Das war's, Herr Schwarzgurtmeister. Los. Dass die dann noch X-Angriff oder so benutzen, verstehe ich nicht. Naja, das mit der AI ist natürlich ein bisschen, naja, hier in dem Spiel. Aber kann ich ja nicht für. Ist nicht mein Problem, dass das mein erstes Abenteuer ist. Geschafft. So. Sag mal, was hast du denn da liegen? Ich bin deiner Gnade unwürdig, trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Ich gebe dir dafür ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins aus. Alter, wir kriegen entweder Bisaknoss oder Slimog. Ich nehme Slimog mit, weil das hört sich von Anfang an cooler an. Max erhält Slimog. Und weil ich gesagt habe, es hört sich cooler an, heißt es jetzt Kill. Ne, halt, mit Doppel-W. Kill. Yeah. Ist nicht genug Platz, also auf dem PC. Gut, dann haben wir das geschafft und beim nächsten Mal wagen wir uns dann an die Silphsco. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Resttag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.